Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, in der Studie der FU Berlin vom Juni diesen Jahres zur Früheinschulung heißt es, dass früher Eingeschulte etwas häufiger ein Jahr länger zur Schule gehen. Die Alternative wäre, dass sie sonst ein Jahr länger im Kindergarten bleiben würden oder eben zu Hause. Was besser für die Kinder ist, lässt sich schwer sagen. Ein Kind, das noch nicht in die Schule darf, obwohl alle seine Spielkameradinnen und Kameraden aus der Kita schon dort sind, kann auch darunter leiden. Wenn es noch nicht so weit war, in der Schule mitzukommen, dann muss es jetzt natürlich alle Hilfe bekommen, damit es im nächsten Schuljahr klappt. Bei anderen Kindern, den kleinen Überfliegern, die wir alle so kennen, ist genau die frühe Einschulung richtig. Die Studie sagt weiter, dass die noch in den ersten Schuljahren zu beobachtenden Leistungsrückstände Früheingeschulter im Leseverständnis und in Mathematik im achten Schuljahr in der Regel abgebaut sind. Unabhängig von ihrem Lebensalter liegen die Leistungen in allen untersuchten Jahrgangsstufen auf vergleichbarem Niveau. Und der Anteil an Kindern, die das Abitur erreichen können und die eine oder mehrere Klassen überspringen, ist auch nicht zurückgegangen. Hier wird auch deutlich, genau das, was für den Durchschnitt gut und richtig ist und für das eine Kind perfekt, kann für das andere Kind genau die falsche Entscheidung und sogar schädlich sein. Ein nach hinten oder vorne verschobener Stichtag löst also wenig bis nichts. Wir brauchen flexible Verfahren statt starrer Regeln. Also ein Stichtag, der ein Richtwert unter bestimmten Bedingungen ist, die dem Kindeswohl dienen müssen. Das müssen Eltern und Pädagoginnen sensibel und klug entscheiden. Dafür sind sie verantwortlich. Und diese Entscheidungsfindung muss möglich sein. Und wenn entschieden ist, muss jedes Kind so individuell gefördert werden, wie es das braucht. Dafür müssen Bedingungen da sein. In der Schule, in dem genügend gutes Personal da ist, die Lerngruppen nicht zu groß sind, genügend Räume da sind, Teilungsunterricht stattfinden kann. Auch wegen der Auswirkungen auf den Kita-Platzbedarf ist eine erneute Veränderung der Schulanfangszeiten gut zu überlegen. Wenn eine solche Änderung durchgeführt wird, darf es nicht zu einem Kollaps im Kitasystem kommen. Einige tausend Kita-Plätze mehr, die dafür notwendig wären, müssten vorher geschaffen werden. Die Frage ist aber, brauchen wir das wirklich? Wenn ein Achtel aller Kinder gegenwärtig zurückgestellt wird, dann doch wahrscheinlich, weil ihr individueller Entwicklungsstand das erfordert, und dann ist das auch richtig so. Das könnte im Umkehrschluss aber eben auch bedeuten, dass 7/8 aller Kinder in der Schule schon gut aufgehoben sind. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Oberg. Ausschuss weiter diskutieren, selbstverständlich. Bitte, Herr Abgeordneter. Vielen Dank. Ich stelle nicht die Frage nach der Flexibilität, das machen wir im Ausschuss. Meine Frage schließt an das zuletzt Gesagte an. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden. Sie sagten, wenn ja ohnehin Kinder schon zurückgestellt würden, dann würde es ja gegebenenfalls gar nicht notwendig sein, neue Kita-Plätze zu schaffen, weil die ja unter denjenigen seien, die dann durch eine veränderte Stichtagsregelung in der Kita blieben. Meine Frage an Sie ist, würde das denn in der Logik bedeuten, dass eine Verschiebung des Stichtages jedwede Rückstellungsmöglichkeit beenden würde, weil es ja auch schon heute so ist, dass ein Teil der Kinder, die zurückgestellt wird, deutlich älter als 6 Jahre und 0 Tage sind, zum Zeitpunkt der eigentlich vorgesehenen Einschulung? Ja, na, selbstverständlich nicht. Das ist das Recht aller Eltern, zu beantragen, wenn das Kind eben noch nicht so weit ist, auch später in die Kita zu kommen, so wie das jetzt auch eine Möglichkeit ist. Und selbstverständlich können auch die Eltern beantragen, dass das Kind früher in die Schule kommt, weil auch das ist ja bei dem einen oder anderen Kind eine Notwendigkeit, weil die völlig unterfordert in der Kita sind. Da wäre natürlich sofort auch die Frage zu stellen, das müsste allerdings auch nicht sein, wenn in der Kita auch die Kinder genügend Futter kriegen würden. Aber also ich weiß es wirklich nicht, ob eine Neuregelung des Stichtages wirklich
notwendig ist oder ob wir nicht viel mehr darüber nachdenken sollten, wie wir die Kinder sowohl in der Kita als auch in der Schule so fördern können. Und dazu bräuchte es allerdings bessere Bedingungen, dass die dort und dort klarkommen. Ich war am Ende.